Genau, ne? Du musst nur rechts an dem Berg vorbei. An welchem Berg? Den kann man nicht übersehen. Es sei denn, er ist nicht geladen. Ja, ja. So, jetzt bin ich mal gespannt. Bin auch wieder gespannt, was ich jetzt in der Tasche habe, wenn ich da mal reingucke. So, hoppala. Ein Ei. Ein Huhn. Ein totes Huhn. Verdammt. Tja, zielen will gekonnt sein. Ich hole gleich wieder Schneebälle. Ja, das Lustige hier war, ist es... Hier ist ein Chunk-Error. Ich traue mich irgendwie nie, durch die durchzulaufen. Ich weiß nicht, warum. Ja, das Problem ist, ich traue dem Server dann nicht, dass ich nicht dann irgendwo im nichts verschwinde, ne? Dann laufen wir doch einfach mal die Kante ab. Ich seh's. Ach, ist da hinten rum kürzer? Ja. Für mich jedenfalls. Hui. Lalalalalalala. Ja, mu. Ja, aber ich habe ja auch schon wieder lustige Sachen. Ich sehe schon mal, wieder eine Schlucht. Ein Lavabecken. Ja, man sieht mannigfaltiges. Ja. Hoppala, hoppala. Hast du es eigentlich schon mal versucht, in so einen Chunk-Error reinzulaufen? Auf unserem alten Server, ja. Und ich hatte Glück, dass ich nach dem Relog immer noch auf der Erde stand und nicht in der Erde. Jetzt fängt es dann zu brutzeln hier neben mir in der Anzeige. Schön. Ja, jetzt bist du nämlich in dem Einzugsbereich von... Upp, da ist er ja schon. Jetzt ist das Brutzeln wieder vorbei, weil ich direkt vor dem Ding hier stehe. Aber ich höre was. Wisp. Okay, wir machen den Dungeon auf. Geh mal ein Stück an die Seite. Ja, Wisp. Wir sind ausgerüstet. Du siehst, was passiert. Ich hoffe, du hast Fackeln dabei. Hallo, Wisp. Hey, Wispy, komm her, du. Gut, das ich kümmere Zombie. Mich. Wispy tot. Angry Zombie down. Tot. Skeleton tot. Hoffe, hast du noch Fackeln? Ja, sicher doch. Komm mal, schließ hier runter und leuchte die beiden Spawner aus. Oh, Reaper. Leroy! Huch, ja, so, her. Zack, keine Ahnung, wo ich hier leuchten soll. Hier oben, links und rechts in der Ecke, siehst du die Flammen nicht? Ach, da sind sie. Nee, die hab ich eben nicht gesehen. So, was haben wir denn hier? 3 Knowledge Fragments. Oh, Start. Eine neue Disc, ein Steelhelm. Formium, was ist das? Aha, interessant. Material Inception Grip, unfinished, do not use. Ein Stahlschwert. Ah, noch eine Taumium-Ho. Seeds brauchen wir nicht. Den Redstone nehme ich mit. Und was brauche ich noch nicht? Das brauche ich nicht. Das Kupfer nehme ich mit. Also mich reizt dieses an, finde ich. Do not use. Mach den Server nicht kaputt, lass ihn heile. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Ich darf ich es mitnehmen? Ja, nimm's mit, aber benutze es bitte nicht. Charge. Ey, Schweinerei. Du hast schon so viele. Ich habe nur 6, mir fehlen noch 3. Ich habe auch nur 3 oder was, ne? Müssen wir mal zusammentun, kriegen wir eine Theorie raus. Ja, so. Danke. Dass du die Lederrüstung nicht mitnimmst, verstehe ich nicht. Die kann man auch zur Not für das Magikram Magic verwenden, ne? Wenn da mal wieder Rüstung vonnöten sind. Jetzt habe ich wieder Platz, aber jetzt hast du schon mitgenommen. Gut. Ja. So. Und du siehst ja diesen netten schwarzen Vortex, ne? Du meinst das komische Ding hier? Ja, das, was ich jetzt gerade nicht sehe, weil ich die Brille nicht aufhabe. Moment. So, ich hab's ja vorhin schon gesehen. Aber, ne, der Chaos-Magie-Knoten. Das Schöne ist, dass ich hier auch reinrenne, nur mit Hose und Schuhen an. Den Rest habe ich gar nicht angehabt. Ja, mit dem Nanosuit geht das ja auch schon. Aber wie gesagt, ab jetzt wird das Ganze etwas interessanter werden. 3 Creeper auf der Lauer. Nicht schlecht. Den gestern, wo ich hier kurz bei uns da rumgesprungen bin, hatte ich draußen vor der Haustür 4 Creeper stehen. Ey, hau mich nicht. Ich habe normales Schwert, das tut nicht halb so weh wie deins. Durchaus. Okay, jetzt will ich was machen. Ich will den Zombie in die, beziehungsweise den Skeletti da samt Rüstung in die Lava schießen, wenn es geht. Nein!
Muss er hin? Ach, das sind bloß Fackeln. Oh, ich nein, er hat sich Tinderman in gehört. Ja, er hat sich in Lava teleportiert, der Depp. No. So, seit Aufnahmenbeginn bin ich fast 10 Level wieder hoch. Beziehungsweise, wenn ich das vor der Aufnahme mitrechne, sind es fast 12. Ach so, und damit du auch noch mal ein bisschen mehr von den Auraknoten siehst, hier, setz die noch mal auf. Au, habe ich viele Pfeile im Kopf. Aua, 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 das sind ja Kopfschmerzen. So, jetzt müsstest du eigentlich hier irgendwo so eine weiße sehen. So was Helles. Ja, da vor uns. Das ist ein normaler Auraknoten. Magieknoten. Genau hier ist er. Hallo, Creepy Man! Braucht ein besseres Schwert, damit ich euch besser auf die Mütze hauen kann. Und das Irritierende ist, ich habe bei uns, obwohl wir bei uns hier oben da offen... stürzt sich rein. Drei Creeper und ein gerissenes Skelett. Also man kann sagen, was man will. Irgendwie ist die Creeper-Spawn-Rate ziemlich hoch. Palim, palim. Palim, palim. Ah, eine die Kakteenfarm ist auch fast voll. Sehr schön. Die eine kann man ja auch Pommes gut gebrauchen, weil die ja dieses... genau, weil die ja dieses komische Schwertsymbol haben für die Magie, wenn man so braucht. So, jetzt will ich mal oben auf der Burg gucken. Da habe ich irritierenderweise nichts gefunden. Sehr irritierend. Ich müsste mal alle Bäume da oben abholzen, um zu sehen, ob dann irgendwas Böses entsteht. Das wäre dann ein Beweis oder eine Widerlegung für unsere Theorie, ne? Naja, aber wie gesagt, das Problem ist, da oben, oben auf der Burg bist, hast du einen Magieknoten von einer Größe von über 500, die aber auch in unserem Magiezimmer, aber irritierenderweise, well, ich hasse es, wenn die Welt nicht um mich herum lädt, ich nicht sehe, wo ich laufe, irritierenderweise laden sich aber unsere Zauberstäbe im nicht überall nicht auf. Ja. Oh, kurz vorm Verhungern, schnell ein paar Schnitzel rein, ein bisschen angesetzt. Ah. Verdammt, ich hab keine Pfeile mehr in der Hand, schade. Ich bin doch schon lange weg, dass du mich nicht mehr treffen. Doch, ich hätte dich noch getroffen, aber ich habe mir verdammt keine Pfeile. So. Hier ist nichts. So, okay. Irritierend, ich sehe hier oben auch irgendwie nichts. Nichts und noch weniger. Sehr irritierend. Na okay, wo bist du denn? Kann ich dir dein Brillilein wiedergeben? Oder brauchst du dir jetzt noch eine? Ich weiß gar nicht, ob ich noch die nötigen... Doch, theoretisch könnte ich dir noch eine bauen. Haben wir noch Leder? Ja, nee, du müsstest dir erst noch mal zwei Thermometer bauen. Okay. So. Wand of the Depth liegt hier im Table. Komm her. Na, ich glaube, das mit Magie, da werde ich bei der nächsten Aufnahme eher rangehen, sonst wahrscheinlich schreien sie schon wieder. Oh nein, sie sind wieder in dem Zimmer drinnen, bloß nicht. Ja. Ja, und ich werde mich jetzt auch direkt wieder verkrümeln nach hinten. Ich mal überlege jetzt nur, ob ich die ganzen Gelumpe, was Inventar interessant ist, ob ich das hier gleich reinschmeiße oder ob ich das nach unten bringe. Ja, das wäre noch... Oh, Hilfe. Die Maus spielt schon wieder. Ah, Material. Participation Grant. Ich möchte echt ausprobieren, wofür das ist. Ja, tu's bitte nicht. Ich möchte den Server ungern nochmal wieder. Wunderbar, zwei Ender-Shards. Ich glaube, die hatten mir gefehlt. Da kann ich doch was machen, kann mir meine Schuhe fertig bauen. Wo kommt denn das her? Wiss-Shard? Das gehört da nicht rein. Achso, war es der falsche Shard. Ich habe dir einfach doch mal einen Shard reingelegt. Du hast gesagt, ich hatte einen rausgenommen. Ja, aber die scheinen doch die verkehrten zu sein. Jetzt muss ich nochmal gucken, welches war und welches. Bloß noch wüsste, wie diese dummen Dinger hieß. Wo ich eigentlich mein Buch. Es gibt nur 5 Sorten Shards, also es sollte eigentlich nicht so schwierig sein, da den passenden zu finden. Nee, theoretisch nicht. So, guck mal da mal, wo haben wir sie denn? Ja, ich habe hier noch so ein bisschen rumgespielt. Ich glaube, da wirst du ja auch bei gewesen sein. Ah, da sind sie ja, Boots of the Traveler. Air Shard. Haben wir wieder, habe ich welche von mitgebracht. Könntest dir sogar theoretisch eine Wand of the Depth basteln. Aber das sind doch Air Shards. Warum funktioniert das nicht? Wenn ich jetzt mal Formenomicon nicht oben hätte. Ach so, ich weiß warum. Ich brauche mehr Wiss auf meinem Zauberstab.
Wie kann man den upgraden? Du brauchst ein Air Shard, ein Water Shard, ein Earth Shard und ein Fire Shard. Genau in der Reihenfolge kreuzförmig in dem Infusion Altar. Dazu die Wand of the Apprentice in der Mitte und ich glaube 16 Magie im Crucible. 16 Magie-Aspekte im Crucible. Da kümmere ich mich dann mal offscreen drum, glaube ich. So, warte mal, die Rüstung können wir hier. Lass mich rein! Jetzt muss ich gleich gerade mal wieder. Sorry, falls der Cursor ein bisschen rumspinnt, aber meine Maus ist mal wieder ein wenig hakelig gerade. Ist ja furchtbar. Oh, was haben wir denn noch alles? Da. Oh, das ist mein alter Bogen, glaube ich, ja. Da. Egal, so haben wir ein bisschen mehr Rüstung hier drin, die wir verbraten können. D-Shot. Psychorium auch hier oben rein oder lieber mit runterbringen? Diesen Kristallaspekt drauf, ist eigentlich relativ kostengünstig. Ja, deswegen, ja, ich habe auch ordentlich Dark Psychorium und so weiter. Das könnte ich vielleicht für mein dunkles Dark Holder brauchen, für meinen Dingsbums. Was haben wir denn hier noch alles? Shiny Ingot, Tin, Iron Ore, Nix, Uran, Monazid, bla bla bla. So. So, aber nicht zum Eigentlichen, was ich vorhatte. Das heißt, nee, Moment, vorher muss ich noch. Das ist sehr uninteressant im Moment. Da habe ich auch nichts wirklich Interessantes drin. Wir brauchen Sand. Wir brauchen Erde und wir brauchen Wasser. Das sieht schon mal interessanter aus. Also das können wir mal alles da oben reinschmeißen. Ah. Genau das, was der Arzt verschrieben hat. Eine ordentliche Pulle Wodka. Wenig wie die Wodka. Ich sah Filmriss. Ah, schön. Uran nicht mit runter. Das Max ganze Kapseln Appetite schmeiße ich auch gleich mal hier rein. Mhm. Ach, das ist ein Stack Fertilizer, muss ich mir auch noch machen. Dotter rein, Dotter kann da rein, Dotter und Dotter. Fehlt mir. Wenn der jetzt nochmal Dotter sagt, dann hauen wir ihn. Da. La. Ja, la. Danke. Das hat mich gerade gerettet. Ah, oh, ich habe sogar mal wieder eine Wisp. Weiß gar nicht, ob ich die schon habe. Muss ich gleich mal in meinem Zimmerchen gucken. Das können wir hier noch. So, komm. Das da rein. 5 Zombie Brains wieder. So, jetzt haben wir noch Spider-Eye, Gunpowder, Bones. Meine Pfeile brauche ich noch. Guter Scherz. Hohoho. Ja, ich habe mich gerade selbst angeschmiert. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir dieses nette Stückchen schon in meiner Sammlung haben. Ach ja, zack. Nein! Die Wispy Sense habe ich auch noch nicht. Das heißt, die Enderperle wird jetzt wahrscheinlich erstmal weichen und ich muss da mal Bilderrahmen bauen. Mhm. Ja, also komm, den Spleen möchte ich mir dann doch gönnen. Was wäre das Leben ohne irgendwelche Spleene, ne? Langweilig. Richtig, die ganzen Wisp-Tränen, die man das erste Mal hat, hier hinhängen und den Rest, wenn sie doppelt sind oder so, dann werden sie auch verwendet irgendwann. Da, ich glaube, da ist es reingewandert. Ja. Effektiv brauchst du sie ja nur wegen den Aspekten, die auf den einzelnen Wispy Essences drauf sind. Ja. Weil die Wisp ja mehr oder weniger den Aspekt darstellt, den du unvorteilhafterweise während der Benutzung von Magie einfach in die Umgebung entlassen hast. Weil du ihn für dein magisches Konstrukt nicht gebraucht hast. So, sehr schön. Ich habe sogar noch 2 Bilderrahmen in der Kiste drin gehabt. Das heißt, die Perle kommt zurück. Bock. So. 26 brauchen wir noch. Schöne Idee. Mache ich. Hm?
Yay! Yeah! Dieses komische Ding, wo du gesagt hast, ich darf es nicht. Es hängt jetzt an der Wand.